So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, weil ich gestern viel reden musste. Klar ist jetzt eine doofe Aussage, weil ich immer viel reden muss. Aber ich hatte das Gefühl, gestern extra viel reden zu müssen. Und dementsprechend, ja, ist die heute ein bisschen drüber. Aber das ist ja auch in Ordnung. Man darf ja auch mal irgendwie ein bisschen was an der Stimme haben. Problem ist vielmehr, ich sollte heute eigentlich auf meine Nichte aufpassen, aber die ist krank. In dem Sinne, gute Besserung an meine Nichte. Und wir gucken mal, was hier oben ist, bevor wir uns Cassiopeia zuwenden, weil ich einfach auch neugierig bin. Ach, hier sind wir wieder bei Montanata. Ja, gut. Macht Sinn. Naja, stimmt, hier sind wir mal irgendwann runtergesprungen und sind da zu dem Ding hingekommen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Okay, ja, cool. Dann sind wir mit dem Gebiet eigentlich auch fertig. Abgesehen halt von irgendwelchen im Boden steckenden Stäbchen, die wir nicht finden. Aber dann ist es halt so. Ist hier irgendwas drin, was wir wollen? Blackmon? Nein. Dann fürchte ich, wird das darauf hinauslaufen, dass wir uns gleich mal via Fliegen auf den Weg zu Cassiopeia machen dürfen. Ja, hier haben wir uns schon mal umgeguckt. Möchte mal da vorne auf den Vorsprung gucken, weil so Vorsprünge, die sind immer tendenziös für diese Dinger. Ja, ist aber auch nichts. Vielleicht hier auf der anderen Seite. Dass es hier quasi hier oben am Rand noch was gibt. Also es gibt hier was, aber halt nichts Sinnvolles. Aurasphäre ist nicht schlecht. Ist jetzt halt auch nicht gut, ne? Ich will halt hier gerne wissen, ob ich noch ein Stäbchen finde. Es fehlen halt nur zwei. Wir haben so viele gefunden. Aber noch keins komplett fertig. Und zumindest bei einem Pokémon wurden wir ja tatsächlich gespoilert vom Pokémon Trading Card Game. Dementsprechend sollte ich eigentlich mehr Pokémon aufnehmen. Das Problem an der Sache ist, dass ich jetzt zumindest über Ostern nicht so viel Pokémon aufnehmen kann. Aus zwei Gründen. Eins, ich bin in meinem Elternhaus und habe hier noch ein bisschen was zu tun. Und komme da halt nicht so wirklich dazu, die ganze Zeit irgendwas aufzunehmen. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass ich ein bisschen mehr aufnehmen könnte. Dass ich halt ein bisschen Vorrat habe. Das heißt kein Stäbchen, ne? Das ist auch wieder nur so ein. Ein Kamerupp. Wir haben keinen Kamerupp. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir einen Kamaupp haben. So, das Kamerupp nehmen wir mit. So, Kamerupp wurde gefangen. Sehr schön. Kamerupp, das Ausbruchs-Pokémon vom Typ Feuerboden, 1,9 Meter groß, 220 Kilogramm schwer. Es lebt im Vulkankrater und ist bekannt dafür, dass die Höcker auf seinem Rücken alle 10 Jahre, dass die Höcker auf seinem Rücken alle 10 Jahre heftig ausbrechen. Das schicke ich erstmal ohne Spitznamen in die Box.
Nee, das haben wir noch nicht. Aber das da will erstmal Stress. Aber einen Chefrum haben wir halt schon. Chefrum wollen wir nicht. Wir nehmen uns aber so einen Kamaup noch mit. Weil das haben wir tatsächlich noch nicht. Ich finde das super, dass wir die einfach so kriegen. Die wehren sich nicht mal. So, Kamaup, das Taubheits-Pokémon vom Typ Feuerboden. Durch seinen Körper fließt bis zu 1200 Grad heißes Magma. Es wird es kalt, verfestigt sich das Magma und macht das Pokémon träge. 0,7 Meter groß, 200. Quatsch. 24 Kilogramm nur. Ist leicht. Wird es mit C oder. Ne, ich glaube, es wird mit K geschrieben. Ihr seht es schon, ihr wisst es. War das Tower wie Centaur oder war das Tower wie Turm? Oder einfach so. Ach, machen wir so. Kraka Tower. So, Krakatauer, ab in die Box mit dir. Die Chefrum lassen einen aber auch nicht in Ruhe, ne? Ach, das war nicht mal ein Chefrum, das war noch ein Kamaup, das ich einfach nur prügeln wollte, weil wir eigentlich seinen Vater und seine Geschwister gefangen haben. Was schon eigentlich ziemlich gemein ist. So ganz außen. Da kann ich mir halt vorstellen, dass noch was ist. Wie zum Beispiel einfach mal ein Dragoran. Nimmer. Tut mir leid, aber Dragoran ist einfach cool. Weiß ich, zögere den Cassiopeia Fight wieder raus. Aber es ist halt alles so gut. Blattgeißel. Wollen wir mal eine anständige Pflanzenattacke haben? Wir haben halt den Megasauger. Blattgeißel ist halt stark, ne? Ist das physische? Das ist physisch. Ne, wir sind halt eher spezial. Ne, dann nehmen wir es nicht mit. Dragoran, das Drachen-Pokémon vom Dracheflug. 2,2 Meter groß, 210 Kilogramm schwer. Man sagt, dass es irgendwo im Meer eine Insel gibt, auf der sie sich versammeln. Nun leben sie dort. Nur sie leben dort. Ach so. Okay. Das ist in Ordnung. Bei diesen ganzen Versammlungen sollte man vielleicht mal durchgucken, ob eins davon shiny ist. Aber dadurch, dass mein Bild so klein ist, würde ich es wahrscheinlich nicht mal erkennen. Ach, hier wäre sogar ein Dragoran mit Terrakristallisierung. Aber das brauchen wir nicht. Ich meine, wir könnten auch den Terra-Typ von Pokémon ändern, wenn wir ihn wollten. Also, von daher ist das alles in Ordnung. Jetzt bin ich in Flabébé reingerannt. Flabébé haben wir aber schon. Floette, Entschuldigung. Leute haben wir aber auch schon. Onweisel haben wir auch. Ganz viele Floette. Aber wenn die shiny sind, dann erkenne ich daran erst recht nichts.
so aus. Sieht aber nicht danach aus, als ob sie hier unser Stäbchen versteckt hätten. Nein. Hier ist nix. Schade. Nee, sieht nicht aus, als ob hier irgendwas wäre. Cavador ist hier. Nee, dann ist gut jetzt. Dann kehren wir mal zur Akademie zurück. Wir müssen sowieso in die Richtung. Weil wir haben jetzt noch zwei Ziele. Eins davon ist die Pokémon-Liga und eins davon ist hier, Cassiopeia, Big Boss. Und jetzt hängt das Spiel. Nee, tut's nicht. Ich habe geupdatet übrigens. Ich habe meinen Speicher noch. Das ist Laval, der da vor der Akademie steht. Jo, Wolf! Direktor Klave? Hey, wie oft denn noch? Ich bin Laval. Na, was soll's, lassen wir die Scharade. Zeit, meine wahre Identität zu enthüllen. Tada! Warum gucke ich so erstaunt? Ich habe ihn gerade damit angeredet. Tut mir leid, dass ich dich mit dieser Verkleidung an der Nase herumgeführt habe. Ich habe dich eben mit deinem echten Namen angesprochen. Du fällst jetzt sicher aus allen Wolken, aber hinter dem hippen Laval habe ich gesteckt. Ich habe sie mehrfach mit dem Namen angesprochen. Der Direktor Orangenakademie. Ich wusste es doch. Laval, wie er lebt und lebt. Ich habe dich mehrfach damit angesprochen, du Idiot. Lass ihn nicht sagen. Was, du bist nicht überrascht, aber war meine Kleidung doch perfekt. Ich habe dich mehrfach mit dem Namen angesprochen. Gut. Es wäre möglich, dass ich als Laval ab und zu den Direktor habe raushängen lassen. Aber das war nicht die einzige Überraschung. Herr Cassiopeia, der Boss von Team Star, das bin in Wirklichkeit ich. Ehrlich? Boah, ich habe mit Penny Cosima gerechnet. Penny ist der englische Name, das weiß ich. Das ist leicht zu merken. Unmöglich. Ich sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Unsere Anrufe habe ich immer eine passende Stimmverzerrungsaufzeichnung angefertigt. Und zwar mit einem, die Details erspare ich dir. Das war jedenfalls ein regelrechter Geniestreich. So, Wolf, du weißt, was dir jetzt bevorsteht. Nämlich der entscheidende Kampf gegen mich, den Big Boss. Aber der sollte auf dem Sportplatz bei Nacht stattfinden. Nicht hier. Ich glaube ihm nicht. Er lügt. Aber warum sollte er lügen, um Big Boss zu beschützen? Ich bin Cassiopeia von Team Star und hiermit führe ich meinen Meisterplan zum Ziel. Außerdem wollte er ja die Details erst noch herausfinden. Das bedeutet, irgendwas passt da so überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, er will uns nur testen, ob wir stark genug sind, gegen Cassiopeia zu kämpfen. Keine Ahnung. Oh, gerne. Mieser Move. Ja, dann hauen wir direkt wieder ab. Kehrtwende. Warte mal, wer konnte... Nee. Hier, Baba Yaga konnte nicht verwirrt werden, ne? Aber Schmarotzer bringt nichts gegen Baba Yaga. Der Beulenhelm macht Schaden und damit ist Kommandute an ihn über. Garados. Ja, können wir eigentlich zurück zu Flora. Ist ja ein Wasser-Pokémon.
Ja, es ist aber auch noch Flug. Eigentlich bräuchten wir ein Elektro-Pokémon, aber wir haben halt keins. Dann hauen wir halt zweimal mit Blumentrick drauf. Ah, okay. Steinkante hat gesessen. Ein Rex-Blizzard, das können wir mit... Das hat eine vierfache Feuerschwäche. Das hauen wir einfach weg. Da ist der große Saiyaman der Beste. Wir hängen noch einige Level hinten dran. Aber das ist okay. Als Training für die Pokémon-Liga ist es auf jeden Fall gut. Da kommt es eigentlich wurscht, was wir einsetzen. Das hat eine Vierfachschwäche. Eine Escher. Mortipot. Geist. Und zwar Reingeist. Da müssen wir eigentlich mit Unlicht kämpfen. Holen wir nochmal Flora. So, Nachthieb. Zum Mortipod steht aber nichts drin. Das bedeutet, wir haben noch nie einen Mortipod selber gefangen. Utsasa. Giftpflanze. Holen wir uns mit Eis. Könnten wir uns auch mit Feuer holen, könnten wir uns eigentlich Feuer Psycho perfekt holen. Aber egal, machen wir mit Eis. Lass Aurora auch mal kämpfen. Eisstrahl. Ja, jetzt mal erstmal am Schlafen. Ja, egal, wenn wir aufwachen, ist der Kampf vorbei. So, Aurora hat sich selbst zum Aufwachen gezwungen. Sehr schön. Dann ist die Sache mit Hustasa jetzt auch erledigt. Skelocroc? Was zum Henker? Okay. Weiß ich nicht. Schicke ich Flipper rein. Flipper kann sich notfalls mit Rollwände nochmal rausschmeißen. Klingt ein bisschen nach Skelett und Krokodil. Dass der große Kaisupaya mal so in die Ecke gedrängt werden würde. Oh, das ist die Endentwicklung. Ah, okay. Ja, sieht cool aus. Du lässt mir keine andere Wahl, als mein Pokémon zu Terra kristallisieren. Ich dachte eigentlich Boden wegen Skelett. Aber gut. Scheint wohl eher Feuer zu sein. Aber passt. Ist ja die Endentwicklung von Rokel, dem Starter-Pokémon. Oh, es stimmt, Geist hätte es auch sein können mit Skelett, ich glaube. Wird es wahrscheinlich auch als Zweityp sein. Komm, wir können das auch. Einfach bloß, um den Kampf ein bisschen epischer zu gestalten. Super Flipper im Einsatz. Ich glaube, das haben wir ganz souverän gelöst. Du bist wirklich stark geworden.
Wolf, wie ich sehe, hat die Schatzsuche aus dir einen beachtlichen Trainer gemacht. Hör zu, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe gelogen. Ich bin nicht Cassiopeia und Big Boss schon gar nicht. War mir klar. Also er hat ja wirklich Informationen über die Mitglieder von Team Star eingeholt. Und wenn die alle sagen, Big Boss war ihr Freund, dann hätten die ja nicht, hätte er ja keine Informationen darüber gebraucht. Und er wusste ja auch gar nicht, was hinter, also warum das Team überhaupt gegründet wurde. Und als Gründer von Team Star hätte er über die Hintergründe Bescheid wissen müssen. Ich weiß, du fragst dich jetzt sicher, ob das mit Laval auch eine Lüge war, aber nein. Also Leval und ich sind tatsächlich dieselbe Person. Ja, das war klar. Und was Cassiopeias wahre Identität angeht, sagen wir, es würde mich sehr wundern, wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege. Deshalb wollte ich auch verhindern, dass ihr zwei euch im Kampf gegenübersteht. Ich wollte nicht, dass Cassiopeias Traurigkeit auch noch zu deiner Last wird. Wenn Cassiopeia sich erstmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann gibt es kein Zurück. Ein gewöhnlicher Schüler hätte keine Chance gegen den Big Boss. Mit diesem Kampf wollte ich herausfinden, ob du das Zeug dazu hast. Hättest du verloren, wäre es meine Pflicht gewesen, Cassiopeia selbst aufzuhalten. Aber du bist stark und hast ein großes Herz. Du könntest es tatsächlich schaffen, diesen jungen Menschen zu retten. Es kratzt an meiner Ehre als Pädagoge, dir solch eine schwere Aufgabe aufzubürden, aber bitte besiege Team Stars Big Boss. Besiege Cassiopeia. Können Sie auf mich verlassen. Vielen Dank, ich zähle auf dich. Das ist ja wohl die Höhe. Nanu, Candela, wie schön Sie zu sehen. Schön ist was anderes. Ich konnte es kaum glauben, als mir zu Ohren kam, dass auf dem Akamigelände ein unzulässiger Kampf ausgetragen wird. Na, was finde ich hier vor? Der Direktor ist persönlich tritt gegen einen unserer Schüler an? Ich kann das alles erklären. Ersparen Sie mir die faulen Ausreden. Die stinken schlimmer als ein wütendes Skunkabo. Stinken? Denk dir an, Big Boss wartet nachts auf dem Sportplatz auf dich. Bitte kümmere dich um Cassiopeia, ja? Sie werden nun ein Schreiben aufsetzen, indem sie sich bei der Schüler- und Lehrerschaft für ihr törichtes Verhalten entschuldigen. Die Vorsitzende werden natürlich auch von diesem Vorfall unterrichtet werden müssen. Ach du liebes Bisschen, alles nur das nicht, ich bitte sie. Ja. Lief ja für ihn schon mal gut. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, das ist ein passender Abschluss für den Part. Ihr lasst mir das Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich muss gleich noch einen Anruf tätigen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Pokémon Kamezin. Bis dann, euer Wolf.